Dernbach im Westerwald. In der Autoverwertung der vier Ludolf-Brüder beginnt ein neuer Arbeitstag. Ja, Mann, heute können wir langsam loslegen, damit ich was schaffe, wa? Ja. Uwe und Manni beginnen mit dem Ausschlachten. Neue Ersatzteile müssen her. Peter und Günther kümmern sich wie immer um die Kunden. Ludolf, guten Tag. Peter, für den BMW E21, Dreier BMW, eine Alufelge. Was für Größe? Was für Fabrikat? Von der Firma Melba. Nein, kennen wir da. Nein, leider nicht. Nein. Moment. Für ein Hyundai Accent. Baujahr 2000, hast du da Teile für da? Nein, die wird totgeschlagen. Leider auch nicht mehr. Okay, bitte, tschüss. Günther, ob wir sie nächstes Mal mehr wegen Teile rufst, sachte oder ein Lied vorsingen, weil ich gerade am Schlafen war. Heute ist ein besonderer Tag für die Ludolfs. Es gibt viel zu besprechen. Jungs, wisst ihr, eine große Persönlichkeit für uns hat heute Geburtstag. Wäre 100 Jahre geworden. Ich weiß es. Wer ist das? Du, Uwe, ich weiß es. Ich weiß es auch, wenn das Großpersönlichkeit. Meinst du, unsere Omi? Unsere geliebte Omi. Ja. Unsere geliebte Omi. Genau. Das war so eine gerechte Omi. Die hat uns nie bestraft. Die hat uns immer Geschenke mitgebracht, Geld sogar gegeben, alles, was wir haben wollten. Ah, unsere geliebte Oma. Wir haben sie die letzten 10 Jahre hier gehabt bei uns. Ja, war auch schön. Gelebt hat sie in Hamburg, aber geboren, da war sie immer noch stolz, sagt sie. Ich bin eine geborene Sachsin, ich komme aus Leipzig. Sie hat ja auch ihre Kindheit da verbracht in Leipzig. Richtig, weiß ich. In der DDR. Ihre Kindheit, die DDR hat sie geschwärmt. Ja. Bis an den letzten Tag. Richtig. Dann hat sie einen Schlaganfall gekriegt, weil sie Diät machen wollte, weil sie noch schöner aussehen wollte. Richtig. Peter, ja? Ich hole mal das schöne Bild da oben. Hol mal das Bild. Richtig. Und das mit 80 Jahren in dem Alter noch auszusehen, das war ja 9 Jahre vor ihr Tod aufgenommen. Ja, aber kurz vorher, da hat sie ja den Diätschick gekriegt. Ja. Mit dem Essen Frauen wollen schön aussehen, Günther. Uwe, Männer Peter, machen sie nicht. Guck doch mal, wie sie noch aussah. Oh. Da war sie schon über 80. Über 80 Jahre. Und noch schönes, dunkles Haar. Kannst du das vorstellen, Uwe? Ja, auf jeden Fall. Guck dir das mal an. Ja. Nimm mal rüber, Manni, bitte. Ja. Und dann so noch aussehen. Keine grauen Haare. Richtig. Und es musste unbedingt super sauber sein bei der Oma. Ich hätte einen Vorschlag. Ja. Für die Oma ihre Ehre. Mhm. Dass wir irgendwas machen zu dem 100-jährigen Geburtstag heute. Ja. Dass wir ein Auto besorgen und mit rumfahren. Ein Trabi. Der Trabi, das Typische. Ja. Trabi ist der typische. Ich will mir hinterklemmen. Das will ich jetzt haben. Ich will heute ein Trabi mir besorgen. Ich will das für die Oma als Ehre, aber ich will ihn auch laufen lassen. Wir wollen auch mal fahren und alles. Die Omi soll mal von oben runter gucken, was wir mit dem Trabi machen. Egal, ob wir Blödsinn machen, die hätte den Blödsinn mitgemacht. Weil die Omi den Trabi auch immer gut gefunden hat. Deswegen ist der Trabi ein Kult für uns. Und sofort begeben sich Manni und Peter auf Trabi-Suche. Na Peter, dann suchen wir uns mal. Dann gucken wir mal nach. Im Internet. Aber im Internet einen schönen Trabi. Schönen Trabi. Wollen wir reingehen. Erstmal die Suchseite. Ja. Gut, hier. Super. Siehst du, das ist schon da. So schnell geht das. Guck mal hier, allerhand. Der muss wie aus dem Laden aussehen. Hier, einen schönen blauer haben wir hier. Sportlenkrad. Sitzbezüge, weiße Sportblinker. Weiß nicht, was das ist. Top-Zustand, neuer Auspuff. Und erst 47.000, das ist ja gar nichts. Schicke Felge mit Breitkanten. Das muss ja auch ein Fahrzeug so sein,
dass er was für die Oma herzeigt. Wir müssen erst anschauen, mein Nick. Hast du recht. Bevor ich gehe nicht einen Wagen kaufen, da steht also schön drinne und da steht nur Buchstaben. Ich muss die Augen haben dafür. Was geschrieben ist, kann ja viel sagen. Die Youngtimer-Sammlung der Brüder wächst und langsam wird es eng. Die Ludolfs müssen sich von ein paar Autos trennen. Uwe will, dass sein Lieblingsauto in gute Hände kommt und überrascht Sohn Tommy mit einem Geschenk. Wir brauchen hier Platz. Und wir wissen, dass du Spaß auf dem Mustang hast, wa? Ja, klar, sicher. Und da haben wir uns überlegt, das wäre das Richtige für Tommy. Ihr wollt ihn mir schenken? Ja, einfach so, weil wir Platz brauchen und du hast Spaß drauf, haben wir gesagt, das ist das richtige Auto für Tommy. Und dann wollen wir dir den Wagen schenken. Jetzt wirklich? Ja, wirklich, ja. Ehrlich? Das soll dein Auto sein. Bist du damit einverstanden? Kannst du das mitnehmen oder was? Ja, klar, sollst du es gleich mitnehmen. Ey, super, danke sehr, Vater. Jo. Ja, ich muss schon bei den anderen noch bedanken, oder? Ja. Muss ich bei den anderen auch gleich bedanken? Ja. Ist mit Peter alles schon abgeregelt? Ist alles schon abgeregelt. Ich weiß, du hast genauso viel Spaß wie ich früher an die Autos hatte. Ich war ja früher genauso ein Fanatiker. Ich hatte auch denselben gefahren. Sicher. Auch in derselben Farbe. Ich gesagt, wisst ihr was, was der Vater kann, kann der Sohn auch machen. Kriegst du Schlüssel und kannst mit einfahren. Peter steht ein besonders schwerer Abschied bevor. Uwe hat Peters heißgeliebten Manta zu Schrott gefahren. Oh, der schöne Manta. Die Erinnerung daran schmerzt ihn immer noch. Immer kommen! Ah, Schande. Jetzt müssen wir Abschied nehmen. Traurig. Aber ich nehme einen Teil als Erinnerung. Vor dem Hof der Autoverwertung geht es bedeutend fröhlicher zu. Tommy kann sein Glück noch gar nicht fassen. Top, ey. Ich bin voll begeistert. Übelst geil. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich muss definitiv aber allen noch bedanken. Mein Vater habe ich schon gerade so ein bisschen bedankt. Ich denke mal, jeder wird eine Kleinigkeit von mir definitiv geschenkt kriegen. Modellauto oder sowas als Kleinigkeit oder so. Wenigstens eine Anerkennung oder so. Ich meine, ich kann das jetzt nicht zurückgeben, was die mir jetzt geschenkt haben, aber eine Kleinigkeit werden sie kriegen. Bestimmt. Ne, Vater, du wirst definitiv auch was kriegen. 1:18 oder so, mal gucken. Schönen Abend, bis heute Abend, wa? Freunde, komm ich gut rum oder so? Kommst du rum, voll rum, ja. Voll rum. Tommy, du hast doch keinen LKW. Aber muss dann, halt darf ich reinkommen. Du anständig behandeln, wa? Mach's gut, ciao. Ciao, ciao. Ach, ja, der geht. Der macht richtig Spaß mit der Kiste. Da wird er sich freuen, ja. Ah, da war so richtig über beide Lippen am Lachen. Mach's gut, mein lieber Manta. Wenn man so viele Mantas gefahren hat wie ich, und so ein schöner Manta kaputt gegangen ist bei Uwe, seine Fahreigenschaft. Tut es mir leid, ist traurig. Ich habe an dem Wagen wirklich gehangen. Das geht mir richtig in Herzen richtig rein. Ich habe eben die Mantas gerne. Und das, der Uwe versteht es überhaupt, das sind Banause gewesen. Aber ich habe ihm das schon verziehen, weil er ist mein Bruder. Ein Auto kann man wieder nachmachen oder so weiter. Aber trotzdem tut es weh. Ich habe eine Erinnerung für mich mitgenommen. Der bleibt in meinem Herzen. Und das ist wichtig. Leider ist er kaputt. Ein kleiner Trost, das Unternehmen Trabi läuft nach Plan. Bis zum nächsten Mal, ciao. Jungs, der Trabi ist da. Ja, ich komme. Kommt, Jungs. Ich komme schon. Guten Tag. Das ist schon eine Legende. Guten Tag, junge Frau. Hallo. Peter. Richtig. Aber das Auto sieht genauso nett aus für die junge Frau. Ja, das ist ja so richtig lecker lächeln. Boah. Da darf man sich nichts draus machen, der ist so. Da haben sie ein schönes Auto. Schicke beigebracht. Und jetzt wollen Sie von das schöne Stück trennen. Ja, weil ich habe ein Trabi zu viel.
Ich habe noch einen und einer muss weg. Ach, ist das ein schönes Auto, Peter. Ja, das ist schon was Feines. Das ist wirklich cool. Richtig. Und hier, guck mal her. Das Auto ist cool. Wie beim Cadillac, zum kleinen Flügel angedeutet. Wollen Sie mal in den Motorraum schauen? Ja, Mann, ich ja das wäre nett. Da kann man angucken. Moment. Ah, das ist noch schick, der schöne Zweitakter. Das ist ein Traum. Ja, richtig. Sieht noch schön sauber gepflegt alles aus. Zweitakter. Ja, zwei Zündschuhe. Der riecht richtig. Das war noch, nur ein bisschen VW man dann. Man hört den, der riecht so ganz anders. Man fühlt sich wieder in unsere Kindheit richtig zurück. Das haben Sie mit dem Auto vor, aber nicht verschrotten. Nein, wir wollen mal einmal rumfahren, etwas durch die Gegend. Ja. Und für Oma ihre Ehre sollte der kommen. Die Oma wird 1906 geboren. Die ist genau 100 Jahre jetzt. Und dafür ist es da. Dafür ist es da. Das ist ja schön, ja. Das soll eine Legende bleiben. Wunderschön. Ja, Peter, das würde ich sagen, das ist das Auto für uns dann, wa? Ja. Ein richtiges Traumstück am Auto. Boah. Richtig super geil. Na dann. Hoffe ich, dass er bei Ihnen in guten Händen ist. Die Oma würde mit das Ding hier fahren. So, dann wäre das soweit alles klar. Ja. Dankeschön auch. Wünschen noch eine schöne Heimfahrt. Ja, werde ich haben. Tschüss, ich wünsche auch gute Heimfahrt. Ja. Und nochmal danke für dein Auto. Gute Heimfahrt und danke schön für den Wunder. Und dass Sie mir den Trabi auch pflegen. Ja. Nicht, dass es Klagen da kommen. Da macht er hier. Der Mann. Dann kriegt er Ärger, aber der macht es auch. So ist es, ja. Ich passe da drauf auf. Richtig. Also, Manfred, dann fährst du den Wagen hoch? Mach ich. Tschö, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und eine gute Heimfahrt. Ja. Uwe, das ist ein schönes Auto, gell? Boah. So, komm, Peter, gucken wir uns doch mal richtig oben an. Ach. Na? Wunderschön. Der Trabi. Wunderschön. Ich hätte das nicht gedacht. Der sieht aus. Sportliche Lackierung. Neuwertig, blau-metallic. Oh, da muss gut aussehen. Sportlenkrad. Im Motorraum, wenn du aufmachst, die Haube. Wie neu, neu lackiert. Die Sitze mit Felbe drüber getan, alles. Der sieht wie ein kleiner Sportwagen aus. Horst Günther, du musst es sehen. Das ist die Ehre für die Oma. Auf jeden Fall. Sieht sie jetzt. Ja. Guck mal, wie nobel geht die Welt zugrunde. Alles ausgelegt. Das haben die aber selten. Da ist, hey, ist warte mal. Ja. Was haben wir da noch drin? Verband. Und für den Gemischöl, Zweitakteröl. Richtig? Ja. Schickes Zweitakteröl, richtig? Ja. Ja. Mal gucken, ob noch Sprit drin ist. Ja, da haben wir hier was ganz Schönes. Aber guck dir mal den Motor an. Wie neu. Wie neu. Der ist. Mann, oh guck mal, hier habe ich den Stab. Ja, ach, da haben die, hat die bei, hat die nicht vergessen. Und ja, dann stecke ich ihn rein. Ich muss aber richtig machen. Steck das im, tief im Loch ein. Mal gucken, wie viel Sprit drin ist. Voll aufgelegt. Und hoch. Wir haben hier knapp 10 Liter drin. Ja, 9,5 sind noch drin. Ja. So 10 Liter. Und dann kommt er natürlich ist, wieder. Das ist ja bei den Dingern, da hast du keine Tankuhr. Also musst du hier immer messen zwischendurch, wie viel Sprit du drin hast. Das ist doch geil, wa? Und fantastischer Motor. Hier über diesen Rad hier wird er gekühlt. Hier ja. Die Lüftung hier. Da ist kein Wasser gekühlt, ein Luftgekühler. Ja. Und deswegen. Und hier braucht man keinen Verteiler, nix. Hatten wir dann hier. Jeder die Zylinder zwei eine eigene Kohle. Und hier hinten liegen die Kontakte drin. Und der Zweitakter hat auch was ganz Besonderes. Viertakter heißt ja vergasen, verdichten, explodieren, entpuffen, also die Abgase weg. Da waren die Viertakter. Aber hier geht das in einen Takt. Hier tue ich vergasen und verdichten in einen Takt. Der nächste Takt heißt explodieren und die Entpuffung, also der Gas raus, also in zwei Takte. Da wird das, was in den anderen vier Takte sind, wird das in einen Takt genommen. Also vergasen, verdichten, explodieren und entpuffen. Also der Rest, alte Vergas, die alte Luft raus. Und so geht das in zwei Takter. Genau. Richtig. Ist bei uns wird auch manchmal vergast, da wird oben gefuttert und hinten wird ja, vergast. Ja, aber dann wird also, richtig auch Gas. So, Manfred. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich spreche Englisch? Ja, ich leider nicht. Da muss ich mal meinen Bruder. Da müssen Sie mal einen Moment warten, ja? Okay. Einen Moment. Guten Tag, Ludolf. You speak English? Little bit, etwas, nur ganz klein wenig Englisch. I'm looking for the site 010. Yes.
And an Ninja Motor. Ja, Ninja Motor, ja. No control board. It must be. Ich hol meinen kleinen Bruder. Okay. Manni! Ja? Ich bin da! Foto? Yes, yes, I'm not photo. Hello. Hello. Daniel, I'm looking for Zero's team. You know the side? Astra F. Drei Stück. Rubber. Gut verstanden? Die Zierleisten, die Gummileisten an der Seite. Three of them, but I have the pictures. Pictures da, Fotos mal, ja. Ja, and also, ja, habe ich auch verstanden, aber ich wollte Fotos sehen. 1.8 or 2.0. The engine? Den Motor, nee, no, den Motor nicht. No, no Motor. No Motor? Mm-mm, den nicht. Das ist der neue Motor, der Ju-Motor, der neuere. Den haben wir nicht, nur die älteren. No, I don't need this motor. I need any other motor. I don't have to get this motor. Den Motor nicht, no Motor. Den nicht. No. Not this one. Ja. Any 2.0, 1.8 for mm-hmm. Opel Astra, it's okay. Not ja. This one. This one, I don't want it. Mm. Den nicht, original. Your Ab brother? Der Bruder kann noch weniger Englisch. Yeah? Ja. Okay. Ah. The lamp. Lampe. Okay. Ja. Lampe habe ich nur, Ju-Lampe, eine neue Lampe. Keine gebrauchte Lampe, eine neue Ju-Lampe. Mhm. Brother? Ju? Ju, eine neue. Ich sag meinem Bruder Bescheid. Eine Minute. I have no idea what he's talking about. Ich war das draußen gewesen, hab so gefragt, ich kann ja nur ein paar Wörter Englisch, aber verstanden für den Astra, brauche die Maschine die 1800 oder die 2, aber 2 Liter Ökotec. Wir haben, Da geh einmal ganz kurz rüber. So, komm, kleiner Dicker. Ich hab keine Ahnung, ich kann, doch, ich kann nein, gerade nicht. Komm, so, komm bitte. Geh einmal hin. So. Ah, Big Brava. Big Brava. So, du brauchst Opel-Maschinen. Maschine. Ökotec. Ja. Nee, Ökotec no. Ökotec no. Ökotec nein. No Ökotec. Ökotec nicht. Nein. What you have? What do you have? What engine do you have? Wie engine du hast? Wir haben normale OHC 1800er. Okay. Richtig. So I want it. 3610er. Yeah. I'm interested. I want that one. Die 1800er, wie viel kosten die? But no board, no board. Eine? Zwei? Eine, zwei. On, two, ein Breed. Eine. On. Ich frag Bruder. Moment. Ja. Du, sag du mal sprechen. Bescheid. Eine, ja. Mal, was eine Maschine braucht er. So, eine Maschine. Is he always like this? Okay. Yep. Serious. The love Huber. I'm sure they have fun doing your job. Der Scheinwerfer sure. Für die Fiorino. So, da wäre die Lampe. Wir verstehen uns ja jetzt. Ja, ja. Für den Fiat. Für den Fiat, ja. Endlich. Richtig. Ja. Er kann ja helfen. Kannst du ein bisschen hier Englisch? Ein bisschen, ja. Ich komme da nicht mit klar. Ich, Er erzählt, besser als nicht. That I want what they have. So can you please tell them that I want the 1.8 liter engine for Opel Astra 95. It doesn't have to be the same engine, but just 1.8 liter engine. I want the simple. Also er will keinen mit elektrischer Motorsteuerung, sondern brauchen 1,8 Liter für ein Was sagst du? Astra, vom ja, Opel Astra. Astra. 95er Baujahr. 95er. Ja. Der hat aber Einspritzanlage schon, wa? Oder hat der noch Vergaser normal? This motor has, you know, inject or... What I'm looking for, I don't want an injector. I want the one with... The old version. The old version. Yes. Because I'm taking it to Africa. And it's easy for the mechanics there. Because, yes, also er braucht eine normale Maschine. Die passen im Astra, im Vectra rein, überall passen die rein. Aber momentan ist keine da, die kriegen wir ab Montag erst rein. Am Montag kriegen wir ein Auto. Und dann kann man den ausbauen, dann kann er spätestens Montagabend oder Dienstag haben, wenn er einen Bedarf kann. Really haben. Yeah. Yeah. Da muss er wissen, ob er haben will. Will Daniel, er? Daniel. Yeah. Daniel. Auch Daniel. You Daniel? Ja, yeah, you Daniel. I'm Daniel. No. Nee. Serious?
I can show my pass, aber I'm Daniel. Really? Yes. No. Of course. You're joking. Nein, Daniel. Okay. Nice to meet you, Daniel. It was a pleasure. You should go to a language school, you know? Du sollst Englisch. Englisch lernen. Das reicht mir nicht durch. By a dictionary. Ich komme dann nächste Woche runter, dann lerne ich Englisch und so beibringen. Er kommt zu dir. Komm da dir heim. He visits you and you teach him. Okay. You always welcome. Speak So, wir machen jetzt die Lampen raussuchen. Ja, ist klar. Dauert ein paar Minütchen, kommen wir gleich. Jo. Schön einpacken. Das ist die Originale. So, dann brauchen wir die Gegensatzseite. Gibt's noch. Schön festhalten. Verantwortung trägt der Uwe. Und so festhalten, dass gar nicht fällt? Ja, ja. So, Peter, noch eine Lampe brauchen einen wir. Einen Moment, beruhigt euch, seid lieb zueinander. Aber da muss einer mit rauskommen, wenn schwätzen. Ich kann keinen. Ja, ein bisschen kann ich, aber kaum Mach was. Du dich doch zum Depp. Ja. Du musst sagen, ja. Du bist der crazy Monkey. So, dann bringe ich die mit Manfred raus. Warte, okay. So eine spare ich hier das Papier. So. Das will er nicht. Ich bringe das schon mal raus, Peter. Ja, machen wir ja. Und denk dran, was bist du, Sessuwe? Ein Sau. Nein, er ist ein Monkey. Ein Monkey. Uwe ist ein Monkey. Ich weiß nicht, was das ist. Meinst du, ich sag sowas? Ja, du bist ein Monkey. Ja. So. Ja. Das wäre Nummer 1. Ja. Ganz neue. Ganz neu. So, davon haben wir noch eine. Aber die kriegt er gratis. Aber das Hume ist only one. It's only one. It's a present. Völkerverständigung auf Ludolf-Art. Irgendwie wissen sich die Brüder immer zu helfen. Endlich können Manni und Uwe wieder zu dem Trabi, den die vier zum Andenken an den Geburtstag ihrer Oma besorgt haben. Doppelhupe, ja. Ach, guck mal, wie gefällt. Aber die Hupe wollte ich gerade ausprobieren, die klappte nicht mal von am Lenkrad. Da muss einfach ein Hebel sein. Probier mal gerade aus. Ich will mal gucken. Die Hupe wollte ich gerade probieren. Aber da ist ein schickes Auto, Mann. Das ist ein Sportwagen. Ich glaube, damit muss ich auch mal eine richtige Spritztour machen mit der Kiste hier. Na, geht die? Das stimmt was nicht. Mal gucken, doch, wo die Hupe reingeht. Hör noch mal. Hup. Der Trabi ist ein Fahrzeug, was unverwüstlich ist. Wenn man ein Trabi in der Ecke gestanden hat, also 10 Jahre, ist er nicht vergammelt, weil die Karosserie aus extra so Papp und Kunststoff war. Das war so eine Legende dadurch geworden. Der Trabi sah jahrelang gleich aus. Der Trabi hat einen so was Schönes, so einen schönen Klang. Und das Qualmen, ach, eine Legende. Du musst das Ding mal angucken. Was hältst du, wir gehen mal dahin? Auf jeden Fall, ja. Vielleicht sind die Jungs noch dahinter? Du rollst dann vor und ich komme hinterher. Ja. Machen wir mal, gell? Ach, Traum, sag ich dir nur, Günther. Wirklich ein Traum. Ich meine, ich guck mal nach hier nach, vielleicht hier war nicht in Ordnung. Guck mal, jetzt mal probieren. Die geht doch wieder, habe ich repariert, Manfred. Ja, wo war das? Hier. Ach da, und ich war hier am Reparieren. Gut, die geht wieder. Entweder hast du da drauf gedrückt, aber ich habe die repariert. Gut, nee, ich habe gehupt. Das geht die doch wieder, Manfred. Und ich fantastisch. So ein Trabi, ja. Der ist wie aus dem Laden. Das ist ein Traum. Ein Traum, nur der Trabi. Da bin ich ja echt mal gespannt. Warte mal ab, ich zeige ihn dir. Ja. Da freut sich die Omichen. Die geht doch jetzt. Das geht die Hupe. Das ist wie neu, wie aus dem Laden. Super lackiert. Das ist fast so neu wie deine Turnschuhe und meine Latschen. Meine Latschen sind heute erst angezogen. Super Auto. Guck dir das Fahrzeug an. Schau, das ist hier. Der läuft wie eine 1. Alles neu. Alles neu. Der ist ja so gut wie neu. Ist der ist wie neu. Guck dir das mal an. Das ist wie aus der Fabrik. Mhm. So auch im Drinne. Da müsste man mal. Da haben sie wegen die Oma geholt, das Andenken. Ja. Ja. Aber da müssten wir doch mal irgendwas mit dem Wagen treiben. Den könnten wir normal für so ein Rennen machen von DDR-Autos. Mhm. Was für eine Marke gibt es denn da? Es gibt nur alternativ den Wartburg noch. Wartburg, ja. Richtig! Ich weiß auch noch, wo einer steht. Wo steht noch einer? Unten bei der Tankstelle unten. Da steht noch einer. Da steht noch einer. Ein Gelb, ich glaube, das Gelb oder so Uckerfarben. Du besorgst Hand drauf. Hand drauf. Uwe Hand drauf. Uwe holt den. Aua, du dummes. Ah. Nein, 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 nein. Tu mal den Finger ein, bisschen. Mittagspause bei den Ludolfs. Da wollen wir mal Omas Leibgericht aus der DDR machen.
Zu Omas Ehren hat sich Peter etwas Besonderes einfallen lassen. Ausnahmsweise gibt es mal keine Nudeln. Das ist ein Leibgericht für meine Oma. Die hat gerne diese thüringische Art Würstchen gegessen. Das Essen im Westen war viel mehr gewesen, aber man war übersättigt. Man hat nicht mehr geschätzt, das Gute. Und die haben aus Kleinigkeiten ein leckeres, appetitliches Essen gemacht. Was wir im Westen nicht so können wie in der DDR damals. Deswegen kriege ich alte Filme noch von der DDR. Die werden das auch gerne essen, wegen die Oma. Die ist da groß geworden, die ist geboren da drinnen. Da hängt für uns auch eine Romantik drin. Das ist absolut unsere Oma, das Essen mit. Die guckt auch von oben runter. Aber nicht nur Peter schwelgt in Ostromantik. Manni kommt mit einem Wartburg um die Ecke. Hi. Manfred, was schleppst du uns da an? Alten Wartburg? Ja, den habe ich umsonst bekommen. Ja. Aber und läuft der gut? Die Bremse geht gar nicht. Ach, du sagst immer, die geht gar nicht. Und bisschen mit dem Getriebe auf. Ist das der alte oder der neue Motorloch? Ist der Dreizylinder, der alte. Doch, der alte, von den ersten. Ja, Türen funktionieren auch nicht hier, guck an. Aber das geht so. Aber umsonst habe ich ihn bekommen. Oi, das ist so der ganz alte Motor, Manfred. Richtig. Und wie läuft das? Top, Maschine in Ordnung. Maschine ist nicht viel wert, aber wenn wir testen. Hast du den verkehrten Gang reingeknallt gerade? Nee, hier geht nur einer rein. Ach, das gibt es doch nicht. Deswegen wollen wir ja testen, ob wir da müssen wir wohl einfallen lassen, Manfred. Richtig. Scheiße! Warte! Manni! Manni, aus! Was passiert? Guck mal hier, was du schon anfasst. Was hast du doch so an der Motorraum, du Ei. Du hast doch keinen Riemen runterfliegen lassen. Kaputt. Was das machen? Die Größe habe ich nicht da. Ein Moment, ich komme. Ich weiß einen Trick, was wir früher gemacht haben. Ja, ich kenne den Trick. Kennst du das noch? Darmschrumpf. Ich habe noch von dem letzten Schrottwagen das liegen. In der Küche hat Peter das Sagen. Und der kocht eigentlich immer nur Nudeln. Seine Brüder allerdings haben die allmählich satt. Wenn man das Beste isst, jeden Tag, hat man das irgendwie satt. Jeden Tag kann man kein Kaviar essen. Jeden Tag kann man auch kein Champagner trinken. Sein Lieblingsessen kann man jeden Tag essen, aber irgendwann wird es auch mal übel. Und so war es bei den Nudeln. Jetzt essen Sie das, aber dann vermissen Sie wieder die Nudeln. Aufpassen. Hundertprozentig. Das ist verfeinern. Das schmeckt noch nicht so. Der Manni ist ein Fanatiker nach kein Zucker, sondern Süßstoff. Also kriegt er seinen Süßstoff. Schmeckt auch gut. Von was wir sterben, ist ja auch egal, gell? Uwe! Hast hier, du doch ich hab noch? Gefunden. Ich dachte, hier lässt du weggeschmissen haben. Guck mal, was du noch machen kannst. Du kannst erstmal den aus Karin benutzen und dann kannst du auch an. Also Manfred, ich hätte nicht drüber gezogen. Weißt du, wer da reingepupst hat, da war alle gebraucht. Da war du, Uwe. Ich mach den Aschkalrömer satt. Ich gehe durch die ganzen. Wie früher, Teile. Einfach wie mal früher. Rumdolle, ja. Das gehe ich durch den unteren. Nee, die Lichtmaschine würde ich auch mit. Aber die brauchst du die, normal. Die Lichtmaschine nehme ich auch mit. Nimmst du auch mit, ja. Dann bin ich hier rüber. Das haben die früher immer gemacht. Weißt du das bisschen noch? Enger. Das warst du unsere Zeiten. Das kennst du gar nicht, wo Manni. Das kenne ich. Kennst du, deswegen machst du das auch, wa? Ja. Als Notkotz machen, da guck mal nach, wenn der Wagen läuft. Wir machen diese immer Ding, dieses, die, die hier noch abschneiden. Ja. Momentos. Guck mal, meine Werkzeuge. So, Manfred, wollen wir mal gucken hier. Wenn ich muss, das schraffer. Wenn ich haben wir noch einen Minute. Ich glaube, aber normal müsste das hinhauen, Manfred. Ich versuch mal. Versuch mal, ob das klappt. Haben wir mit dem Vater früher auch immer gemacht, ja, wenn wir ein paar Kilometer fahren mussten. Das ist eine Überbrückung. Ja, gucken, wenn er gut läuft, müssen wir den richtigen drauf machen. Aber erst zum Testen reicht das doch, Manfred. Ja, er kommt, Eddie, ja. Manfred. Die Markenqualität. Der hat kurz gelaufen. Weißt du, ist die Qualität vom Strumpf da? Ja. Er hat nicht hingehauen, Manny. Die Qualität war nicht hoch. Nee. Erst ging er und hat gelaufen, jetzt klappt es wieder nicht. Da müssen wir wieder was anderes einfallen lassen, Manfred. Die Qualität war nicht hoch. Nee, die Qualität ist nicht gut von dem Strumpf. Also sind die heute nicht mehr so stabil wie früher. Man sieht ja, wie sämig das jetzt geworden ist. Stehen lassen. Und nie in den Topf darf ich gehen, weil es unappetitlich dann ist.
Den Löffel zweimal oder so. Hm? Schon besser. Kann man so lassen. Na, Günterchen. Hol die Jungs eben rein zum Essen. Jungs, Essen ist fertig. Kommt rein, gell? Klopp. Was meinst du? Ich guck mal, was der heute gebrutzelt hat für uns Schönes. Ja. Richtig? Genau. Aber lass uns überraschen. Ja. Fritz. Nochmal einen guten Appetit, Jungs. Mhm. Auch. Und esst langsam. Jetzt machen wir was ganz anderes. Guten Appetit, Omi. Die guckt das zu und sagt, ja, ihr würdet jetzt auch gerne mitessen. Ja. Ja. Genau. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Aber Frieda, weißt du, das schmeckt genau wie die Mutter gemacht hat. Das hat die von der Oma gelernt, siehst du? Mhm. Fantastisch. Ah, das geht so richtig auf die Zunge, Peter. Richtig lecker. Mhm. Und ich esse jetzt meinen Nachttisch. Das ist ein Dachel. Die sind eingepackt von der Natur. Eins. Zwei. Drei. Und fertig ist es. Mhm. Ich habe auch was von der Natur. Aber nicht eingepackt. Doch, ich hatte ja heute Morgen ausgepackt. Das ist ein Misthaufen. Da geht das Getriebe nicht. Da geht die Bremsen gleich null. Den hast du doch angebracht. Du tust ihn so runter, Manfred. Ja, ich hab auch, sonst kriegt das ein paar Kleinigkeiten dran. Die Bremsen gehen gar nicht. Manfred, mach das Auto nicht so mal. Lass mir doch mal probieren. Ich sag, du kannst doch mit neuen Autos umgehen. Da, lass mir doch mal fahren. Verkenn die Bremsen auch. Fahren, Junge. Ich mach das einfach Junge mal. Fahrer. Und dann wollen wir mal sehen, wer besser fahren kann. Du oder ich jetzt? Ich hab mal bekommen. Ich hab unterwegs ein paar Mal nur knapp so, erst mal gucken. Gekriegt. Manfred, jetzt werde ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich bin fast mit 100 Sachen gefahren. Wir haben gerade noch gehalten gekriegt. Jetzt muss Uwe sich selbst ein Bild von den Bremsen des Wartburgs machen. Bah! Uwe! Wo sind die Bremsen? Manfred, da hast du wirklich recht! Scheiße! Junge, was habt ihr da gemacht schon wieder? Boah! Wir wollen einen Test machen! Das hast du den anderen Schildwagen, wenn wir kaputt fahren. Der ist kaputt. Boah, er hat mich nicht verlassen auf mich. Der ist platt. Oh, ja. Den hat er aber auch platt gemacht. Hat er gedacht, der Manfred redet einen Haufen dolle Scheiße. Ja, von wegen, die sind wirklich die Bremse. Du musst ihn mal entschuldigen bei mir. Ja, ausnahmsweise. Und diesmal hast du recht, Manfred. Jetzt kannst du eins lachen, wo? Jetzt wollte ich mal das zeigen, dass ich was kann. Ja. Uwe, guck dir mal, ja. Wenn du fährst, Peter, jetzt muss ich mal lachen. Hör auf, Uwe! Ist, aber da habe ich auch nicht mitgerechnet. Das ist fast wieder aus wie die Laterne. Ja. Wie du damals mitgenommen hast. Den habe ich aber erwischt, wa? Aber Junge, jetzt haben wir wollten für die Oma die Tour machen. Ja. Jetzt überleg was. Jetzt müssen wir uns durch den Kopf was gehen. Uwe! Ja. Es braucht keiner aus der DDR sein. Nein, wir machen. Ihr habt aus der DDR den kaputt gefahren, aber wir haben noch ein DDR. Es kann unser beliebtes, geliebtes Frankreich sein, wo wir gerne mögen. Ein Westen. Wir nehmen eine Ente. Die Ente. Da habt ihr doch hier die Kleine fahren lassen. Das ist geil. Das und ist geil. Zweiter und alles. Gleicher Hubraum, zwei Zylinder, luftgekühlt. Außer etwa gleiche Frankreich. Ja, und wir sind mit Frankreich so befreundet. Da können wir so machen. Lieb befreundet. Ja. Ey, das und dann sollen die Franzosen sehen, dass wir sie wirklich mögen. Statt Ost gegen Ost, jetzt Ost gegen West. Die Ente ist ein würdiger Gegner für den Trabi. Super geil. War noch wieder. Hopp, Benni. Und wie läuft unsere Kleine hier? Gut. Ist auf den einen Reifen ein bisschen wenig Luft drauf, oder nicht? Ah, das ist doch kein Problem, Manfred. Ja, aber er läuft super. Manfred, das war doch eine gute Idee mit der Kiste hier, wa? Ja, beides ist etwas stark. Ossi gegen Wessi. Zwei Zylinder. Fast dieselbe PS, wa? Selber Hubraum. Selber Hubraum, zwei Zylinder. Bloß das ist hier ein Viertakt und der andere ist ein Zweitakt. Aber auf jeden Fall zwei Stinker. Und zwei Imageträger, die Ente und der Trabi. Das sind Symbole. Genau. Das sind Geschichte. Das ist so genau das Richtige. Damit gegen antreten mal für wir beide. Ja.
Einer fährt mit der Entchen und einer fährt mit dem Trabi. Aber die beiden sehen schnuckelig aus. Der große Unterschied ist, hier ist ein quer eingebauter Maschine. Motor. Und hier ist ein lang eingebauter Motor. Richtig. Und weißt du den wichtigen Grund, warum? Der andere Gewichtsverteilung. Aber die PS-Klasse ist in etwa gleich. Richtig. Also zwei ältere Schätzchen sind da. Ja. Also können die zwei gegeneinander antreten. Also da kann man nichts verkehrt machen. Da ist kein neuer gegen alter. Also die passen zusammen. Zwei Legenden sind da. Richtig. Das ist schon was Feines. Richtig. Das ist doch prachtvoll. Das Rennen steht und Manni macht sich, Omi zu ehren, auf den Weg zum Friedhof. Fast täglich besucht er die Gräber seiner Eltern und der Großmutter. Ja, Omi, da gibt's ein schönes Kreuz. Heute hätten wir ihr 100. gefeiert. Schön sauber machen. Gut. Okay, ein bisschen Stein sauber machen. Ja, das war die Ehre für die Oma, dass ich mit dem Trabi komme. Zum 100. Geburtstag kommt man auch mit dem Trabi vorbei. Also ideal. Und sie hätte so und so gesagt, Manfred, super, schönes Blau. Weil sie auch sehr gerne blau oder grüne Wagen gemocht hat. Aber das Blau, das stand sie, wie das Meer, wie der Himmel, die Endlosigkeit, die Ewigkeit. Sie wäre natürlich, wenn sie heute noch hier gewesen wäre, hätte sie gesagt, runter von Sitz, ich fahre mein Trabi. Auch wenn sie keinen Führerschein gehabt hätte. Hat sie auch mit meinem Vater gemacht, hat einen ganz neuen Gogo-Mobil bekommen, in Knallrot, flammneu, hat sie auch gefahren. Ist zwar durch die Hecke gefahren, aber sie ist gefahren damit. Tschüss, Omi, mach's gut. Peter? Ja, Manni? Heute war ein schöner Tag. Das Gedenken zum 100-jährigen Geburtstag der Omi, das Essen, alles spitze. Und das schöne Ostessen, weil wir auch aus Leipzig kommen, war wunderschön. Ja, aber bald gibt's wieder die leckeren Nudeln. Oh oh. Manni, sei endlich jetzt ruhig und schlaf. Gute Nacht, Peter. Gute Nacht, Manni. Der Tag des Rennens, Ost gegen West, Trabi gegen Ente. Im Ludolfhaus ist es noch still, nur der modebewusste Manni ist schon auf den Beinen. Er hat sich etwas Besonderes für das Rennen ausgedacht. Das ist nix. Ich suche das irgendwann ein Outfit für den Rennen. Und es sollte schlicht sein, es soll typisch wie früher DDR sein. Heute ist ja Ostdeutschland, Deutschland ist komplett, aber das soll dann wieder früher schlicht und einfach sein. Und dann suche ich irgendwas. Bis jetzt habe ich noch nicht das Richtige gefunden. Ein Unterhemd ist zwar schlicht, aber so schlicht will ich auch nicht gehen. Eine Beachhose ist auch nichts, aber das ist klasse. Eine schlichte Mütze. Das ist schon mal gut. Was haben wir noch? Aha, das sieht nicht mal übel aus. Schlicht, einfach marineblau, ein bisschen Streifen. Boah, das wäre es. Ja, das ist es schon mal. Gucken, was wir noch haben. Die Hose haben wir noch. Das ist die passende Hose. Ziemlich sportlich, sehr elastisch. Ziemlich einfach, das will ich ja haben. Sehr einfach. Ein paar Streifen. Das ist das Typische. Es ist locker, leicht, elastisch. Und früher sind sie immer, wenn sie Sport gelaufen sind, aber auch zu normalen Anlässen, haben sich das Zeug an, weil es günstig war. Und da konnte man immer tragen. Und dann hatten die meisten diese blauen Trainingsanzüge an. Und diese schönen Mützen. Und da fand ich schön. Dachte der Oma auch, du siehst doch typisch aus wie aus dem Land. Sagte ich, ja, ich sehe so aus. Sag ich, ja, ziemlich Ostdeutschland. Sagte ich, ja, das ist gut. Es war praktisch gut und es hat funktioniert. Und das ist wichtig. Die waren clever. Günther ist nicht so unternehmungslustig wie seine Brüder. Ich rauch. Trink mal einen Kaffee. Früher war Günther auch Autofan. Seit einer Lebenskrise vor vielen Jahren ist er still geworden. Kaffee und Zigaretten sind heute sein Lebenselixier. Obwohl seine Brüder ihm schon lange ins Gewissen reden, kann Günther nicht von seinem Laster lassen. Ich wollte es mal versuchen, da ich mal 4 Stunden nicht geraucht und da wurde mir so richtig schwindelig und alles. Und danach habe ich mir eine angesteckt, dann geht es mir direkt wieder gut.
und darum habe ich weiter geraucht. Mann, ey, wie hallo, du denn aus? Was für ein Anzug hast du überhaupt da? Das ist das Rennen. Ja? Ja, das ist schön wie früher in DDR war. Heute ja, ist er Rostock. Mach mal Koffer mal auf, Uwe. Gegen Ost. So, willst du da reinschmeißen? Mein Pass. Gut, klappt. So, du, lass euch beiden raus. Sehr gut. So, jetzt geht's los. Kommt! Auf ihrer Teststrecke, einem kleinen Sportflughafen, wollen die Ludolfs als erstes die Bremsen der beiden Klassiker auf die Probe stellen. Hier wart ihr! So, Vorsicht, kleiner Dicker. Und was soll ich jetzt machen? Immer nur Runde. Jetzt wird ein Moment, Kinder. Ja. Ihr fährt mit 100. Ich weiß, wo ihr gebremst habt. Und dann kommt ihr mit 100 Sachen hier an und dann bremst ihr ab. Ja, das ist ja wohl übertrieben bei dem Auto. Ja, guck mal, habt ihr gerissen. Jungs, rein, lasst abknattern. Ja. Und los! Los! Gut, alles gut, ja. Die Autos sollen bei der zweiten Vollbremsung wieder genau an derselben Stelle stehen bleiben. Ah, klappt erst rein. Aber ich bin nicht verrückt, ich gehe lieber weg. Eine Minute nur. Wir hatten hier nur eine Minute und ein paar Sekunden. Ich habe ja beim Bremsen 1,33. Ihr seid über 70 Sachen gefahren, ihr beiden. Ich habe über 70 drauf gehabt. Habe ich gemessen, ja. Fantastisch. Ja. Als nächstes steht eine Slalomfahrt auf dem Programm. Jungen! Und los! Ja, das klappt erst rein. So, ich gehe jetzt mal weg, sonst machen sie mir noch platt. Meine hat den Trabi kaputt gemacht! Meine hat den Trabi kaputt! Die ganze Kante abgefahren! Die Qualität von Ostwagen ist sehr gut, fällt sofort ab, bleibt heile, kann man wieder dran machen. Das ist für die arme Tasse aber sehr gut gemacht. Geknackt! In der zweiten Runde kann die Ente diesmal nicht überzeugen. Nur die Trabis halb den Klappi. Trabi, die hat sich ja überlassen hier. Oh, die hat den Stoß. Was ist da passiert? Du alter Sack. Was ist da passiert? Mach den mal schön wieder dran, Manometer. Der macht das schöne Auto. Der stand da nicht aufgehört. Aber der Trabi ist gut. Der ist besser in der Schaltlage. Das erste Mal hast du verloren und das zweite Mal hast du verloren. Also, das bedeutet Ausgleich. 1:1. 1:1. Jetzt machen wir wieder was anderes. So, machen wir anders. Jetzt folgt der Beschleunigungstest. Vollgas über eine Strecke von 50 Metern. Klarer Sieg für den Trabi. Manni liegt mit 2:1 in Führung. Manni, du bist Sieger. Ja, Peter, du bist eben nicht so flott. Hat sich aber trotzdem Uwe gut geschlagen, unsere Kleine, oder nicht? Hey, das ist ganz klar. Du als alter Student, gell? Damit die alten Locke da drin, eine alte Ente. Hallo. Trotzdem Uwe. Und ich hatte den ostdeutschen Renn-Porsche. Du hast den Porsche. Der Renn-Porsche.
So, Peter, jetzt lass uns was anderes einfallen. Ich habe mal eine Idee gehabt. Wir kommen unten um die Kurve und tun mal unten um die Kurve gucken, wie der in die Kurve liegt. Die Straßenlage ist. Aber Jungs, nicht zu schnell. 140, 160 reicht. 50, 60, mehr nicht übertreiben. Ja, 60 kriegt er. Übertreib nicht. Nein, und fährt dann rum. Du bist beinahe umgekippt. Und du auch. Der schlägt sich oben. Aber du hast eine Verantwortung. Ja. Die Kleine aus dem Osten hier, die was dir den Wagen übergeben hat, dich? Hast versprochen, keine Beule zu machen. Wir machen ja keine Beule. Du Beule. Hast schon die Stoßstange. Nee, die Decke war nicht richtig fest. Ja, das kann ich sagen. Die letzte Etappe des Rennens Ost gegen West. Wie steht es um die Straßenlage der beiden Klassiker? Gut gewesen. Fantastisch. Alle kriegen eine Banane gleich. Warte mal ab. Die freuen sich, die Jungs. Ach ja. Jungs! Ja. Astrein! 2-2. Unentschieden. West gegen Ost. Und auch eine Ehre für Oma. Ja. Ihr kriegt jetzt eine Ehrung. Ja. Ihr werdet geschlagen zur Banane. Die dürft ihr sogar essen. Können wir jetzt essen. Ja. Aber Peter, wisst ihr was? Mein Gaspedal, da wackelt jetzt so hin. Ja, pass auf dann. Ist mal abgebrochen. Ja, pass auf dann. Da kann nichts passieren mehr, wie vorher, das geht aber ja, genau. Peter, was weißt du, was guck mal hier, ist der faul. Gut. Ich soll den Foto machen, das ist der Fraffel. Das sieht sehr gut aus. Ein. Bitte lächeln und schieß.